Ja, Freunde, ich bin's wieder, der Schokobomber. Und ich bin zurück mit Hank. Jetzt geht jetzt weiter, Level 12. Ne? Ich habe ja noch ein bisschen rumgetestet. Um das Secret, was es hier im Level gibt. Oder das Rätsel und... Freunde, es ist banal, aber ich habe es rausgefunden. Ja. Ich habe einfach, ne... Ich habe mich einfach, was soll ich sagen, mit einem Bierchen... vor dem PC gesetzt, dieses Level nochmal durchgespielt, habe ich so gedacht. Ich habe auch alle Drachen in dem Durchlauf getötet, was, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert hat, bis sie mal in der richtigen Position waren, ne, für die Steine. Und das ist aber auch nicht das Secret gewesen. Es ist wirklich banal, weil wir werden ja in diesem Level, mit dem Teleporter, sag ich mal, bekannt gemacht und ja. Das ist das Secret. Es ist banal. Man muss einfach, ich glaube, um die 10 Mal oder so mit dem Teleporter hin und her teleportieren. Dann schaltet sich das Rätsel frei. Oder ist gelöst. Ja. Ja. Machen wir auch gleich. Aber erstmal will ich den Level hier nochmal ein bisschen fehlerfrei durchlaufen. Wir kriegen ja schön viele Leben. Das ist ganz nett. So. Das war ganz schön knapp mal wieder. So, hallo Herr Dino 1. Ich glaube 5 Stück waren es hier. Die Leuchte nehmen wir mit. So, dann den Schamanen hier. Schamanen heißen die töten. Heißen die ja richtig. So, töten wir. So, da sind schon unsere Edelsteine. Die holen wir auch gleich. Oder unsere. Wie heißen sie richtig? Diamanten. Genau. Ja. Holen wir gleich. So, danke Dino. Die helfen einem hier echt, die Dinos. Die verbrennen schön die ganzen Uhus und die ganzen Bomben. Das ist ganz nice. So, ich würde sagen, ja, dann schaltet man das Ding gleich mal frei. Ne, man muss einfach 10 Mal circa hin und her teleportieren. Recht simpel also. 1 und 2 und 3. Ich weiß gar nicht, wie oft jetzt genau, aber... Müsste gleich soweit sein. Problem, jetzt, da unten ist ein Dino auf Teleporter. Ich kann jetzt da nicht... jetzt ist der Dino weg. Sehr gut. So. Nochmal. Nochmal. Jetzt habt ihr es gesehen und gehört, hat sich das Rätsel geöffnet. Jetzt gehen wir da auch schnell hin. Ne, wie ihr seht, der Bereich ist geöffnet. Ha! Und die 1200 Punkte gehen noch auf unser Konto. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Dann sahen wir hier weiter ab. Ich habe das Level sogar einmal komplett hier durchgespielt, ohne einen Strahlenschuss zu benutzen. Ich hatte am Ende über 100 Strahlenschüsse. Das war auch nicht das Rätsel. Und das war auch eine Hölle. Hab fast alle Leben dafür aufgeopfert mit den Dinos. Ja, aber... Ich habe halt alles ausprobiert. Und ich bin zuversichtlich, das Level jetzt erfolgreich hier abschließen zu können. Natürlich auch wieder Technobase am Start hier. So. Machen wir hier den Bombenarsch kaputt. Tschüss. So, Schamane, auf Wiedersehen. Ja, ich freue mich sehr auf den nächsten Level. Endlich, weiter geht's. Quasi. Zack. 007 Hank hier am Start. Ich glaube, viele Let's Plays gibt's auch gleich von Hank. So. Das ist ja so ein recht altes Spiel. Und hey, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der wirklich alte Spiele Let's Play, sag ich mal. Naja, was heißt das jetzt? Unbekannte alte Spiele, sagen wir es mal so. Ja. Ja. So, ein Stein war noch übrig. Genau, der liegt da oben. Für die Dinos eigentlich. Ja. Was will man machen? Wie mache ich das jetzt? Den Stein einfach runter, genau.
Oh, endlich geht's gleich weiter. Juhu! Rätsel gelöst. Ja, schön. So. Gabotski, genau. Jetzt haben wir ja gleich alles abgesahnt, ne? Ja, würde ich sagen. Verlassen wir den Level. Wenn mich die Dinos denn rauslassen, wohlgemerkt. Ja, Level beendet. Endlich. Mit Rätsel. Sauber. Ja, 50.000 Punkte fast. Weiter geht's. Ah, immer wieder die Gegner. Die Gegner, Gegner, Gegner. Hier bringen die Punkte. Ne? Oh ja, der Level ist auch interessant. Den müssen wir vielleicht mehrmals machen, weil jetzt wird es langsam richtig heftig mit Sachen Steine und Rätsel und sowas. Ne? Als erstes graben wir hier mal die ganzen Steine frei. Hier sind viele sandige Steine, die rollen alle ab. So ein ganzer Schacht gleich. Na, der Geister. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwo gleich hier Geisterabbulle. Da ist auch schon. Dann fangen wir erstmal den Geist unten ein. So, die Bomben zerstören die halbe Uru-Gemeinde da. Das finde ich ganz nett. Auf Wiedersehen. Ja, nee, das war doof. Also so ja nicht. Bin ich ja ganz ehrlich. Oh Gott. So was aber auch. Oh, liegt hier keine Feldflasche rum, das dauert ja ewig hier. So, und schwupps. Walks away! Schön. Bam! Tschüss. Moment mal. Was war das denn? Henk ist explodiert. Oder hat der Uru, Schamane noch eine Bombe kreiert? Das glaube ich wohl eher. Oh, jetzt muss ich das Level schon dreimal anfangen wegen so einer Lappalie. Lappalie von Uru. Naja. Gut, auf geht's. Und nein, Geist, du gehst nicht in diesen Gang da rein. Boah, ey, nerv doch nicht. Ach, weißt du was, ich renn durch. So, auf Wiedersehen. Gawusch. Alle Urus weg auf einem Schlag. Wie konnte die Bombe denn gerade nicht explodieren? Naja. Sei es drum. Bäh. Das war ganz schön knapp. So, Mr. Schamane. Auf Wiedersehen. Oh, müssen wir uns noch den Geist abholen oder einfangen. Eigentlich sind Maulwürfe ja blind, ne? Und haben keine Nase in Kartoffelform, aber naja. Und auch keine Stirnmütze, Stirnlampe. Naja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Felsen hier machen. Einer, also die sind auf jeden Fall ungleichmäßig, die Reihen. Sprich, einer würde immer übrig bleiben. Deswegen schiebe ich einen mal rüber. So, jetzt müsste es eigentlich genau aufgehen. Und es dürfte kein Fels übrig bleiben. So, schön. Alle kaputt. Weiter geht's. Edelsteine. So, dann holen wir uns die Nuggets. Münze, Pistole, Flasche. Flasche ist nicht gut. Irgendwo muss noch ein Geist rumturteln hier. Feldflasche ist aber sehr gut. So, und jetzt müssten wir eigentlich auch gleich wieder in den Bereich von Geheimnissen kommen.
So. Hier müssen Geheimnisse sein. Nur wo? Ich würde sagen, wir entfernen dazu erstmal die ganzen Steine hier. Nur wie? Wie ist jetzt die Sache? Ich würde sagen, als erstes entfernen wir... Boah, das ist gerade schwierig. Ich hole erstmal den da runter. Die Geheimnisse, genau, sind jetzt immer da, wo die Steine lagen. So. Sprich... Hier auch, genau. Deswegen kommt der Stein erstmal weg hier. Genauso wie der hier. Ja. Hey, ich komme gar nicht mehr zurück. Das ist natürlich auch gut. So, dann rollen wir den da weg. Wiedersehen. Genau, haben wir hier noch ein Rätsel. Und dann sammeln wir die erstmal. Zack, zack. Dann ist hier noch ein Rätsel. Genau, sind vier. Und das letzte müsste hier sein. Genau. Dann haben wir hier den letzten Edelstein. Super, alle Rätsel gelöst und wir kommen nicht mehr zurück. Und der Dino ist geflüchtet. Naja, wie auch immer. Um den habe ich mich jetzt nicht gekümmert. Obwohl, das wäre nicht sinnvoll, ne? Ach, egal. Scheiß jetzt auf den einen Dino. So, räumen wir hier weiter auf. Hier sind Bomben, Bomben und irgendwo ein Uru-Schamanne. Oh Gott, war das dumm. Dreck. Ich bin wieder übermütig. Ich merk's. Na, gucken wir mal, was hier jetzt kommt. Hier ist wie so ein Steinrätsel links. Neben diesen ganzen Kohlehaufen. Ja. Steinrätsel mag ich ja eigentlich nicht. Aber muss halt auch gemacht werden. Ich würde sagen, den Stein schieben wir raus. Ja. Wir sehen Stein. Und den... Die restlichen Steine, die rammeln wir dann alle hier hier hin. So. So. Genau, jetzt haben wir alles freigeräumt. Jetzt können wir den Bereich hier verlassen und kommen nicht mehr hin. Wobei, immerhin haben wir ja alles abgesahnt. Solche Rätsel lasse ich nicht mehr. Da kann man sich einsperren und dann kann man den ganzen Level nochmal machen. So. Noch ein Rätsel. Der Stein geht erstmal fliegen. Ich glaube, die schmeiße ich alle einfach runter. Die stören einfach nur. So. Tschüss. Die ganzen Feldflaschen hier einsammeln. So, Stein 4. Die kommen da alle runter. Drauf gekackt. Tschüss. Nächster Stein. Moment mal. Den kann ich gar nicht wegrollen. Super. Egal. Nächster Stein. Ach, wisst ihr was? Den kann ich auch einfach hier liegen lassen. Egal. Holen wir noch unsere Diamanten. Ja, der Level war einfach. Würde ich mal sagen. War jetzt auch nicht so reich an Punkten, aber immerhin. So, 16.000. Alle 5 Rätsel. Sehr schön, weiter geht's. Wieder ein Taktik-Level, würde ich es mal nennen. Ja. Der Level hat ja vielen damals, denke ich mal, oder mir auch, sehr Probleme bereitet. Das weiß ich noch. Das ist nämlich auch ein pures Rätsel, dieser Level. Ja. Als erstes lösen wir hier diese Felsen auf. Tschüss. Ja, braune explodieren auch auf schwarzen und umgekehrt.
Nur, ja, braun auf braun macht quasi diese Mega-Explosion. Ansonsten kann auch schwarz mit braun kombiniert werden oder halt schwarz mit schwarz. So, dann lösen wir hier diesen Felsturm auf. Längst nicht ganz, ich will die Münze hier haben. So. Und jetzt. Einmal Steinschlag bitte. Das Stück Kohle da muss allerdings bleiben. Ne, wir müssen ja irgendwie den braunen Felsen zum anderen braunen Felsen bekommen. Um eine Reihe von Felsblöcken wegzubomben. So, schön. Jetzt können wir hier lang. Mr. Geist, Sie sind in 0, nicht gleich eingefangen. Flüchten Sie nicht. Schön, dass der Geist auf mich hört. Das finde ich nett. So, jetzt müssen wir erstmal den schwarzen Stein da liegen lassen. So, die Feldflaschen, ich weiß nicht. Die holen wir gleich ab. Hier muss erstmal dieses Stück Diamant geholt werden. Und jetzt können wir erst den schwarzen Fels runterwerfen. Tschüss. Damit wir den Teleporter benutzen können. Ich würde jetzt allerdings erstmal vorschlagen, dass wir hier die Urus quasi, ja, soll ich das sagen, vernichten. Das mache ich mit den schwarzen Steinen ganz gerne. Tschüss, Nummer 1. So. Ja. Den nächsten Uro da unter mache ich mit, ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht kann ich ihn austricksen. Oder auch nicht. Scheiße. Ja, das war dumm. Fuck. Egal, ich krieg die beide tot. Und zwar rammeln wir jetzt hier die Dinger weg. Der Stein kommt runter. Der Stein kommt auch runter. Der Uru wird zerstört. Hey. Und den letzten Uru machen wir auf eine Spezialmethode alle. Ja, wir haben Leben geopfert, aber hey, scheiß drauf. Ich will die Punkte haben. So, Kohlebrocken, 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 Kohle, 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 Kohle. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den, ja. Uru nicht getroffen. Fuck. Ja, nee, damit kann ich das ja wirklich nochmal machen, weil ich habe hier keine Pistolen. So viel sei vorausgesagt. Naja. Aber schon mal einen Einblick ins Level gewonnen. Jetzt weiß ich, wie ich es ordinär zu lösen habe. Vielleicht verliere ich jetzt auch keine Leben. Ach, ist das schnell gemacht eigentlich. Immerhin haben wir eine Weltflasche, das ist schon mal viel wert. Geht gleich alles viel schneller. So, sandige Felsen. Einmal weg bitte. Ach scheiße, ich habe hier noch gar nicht freigebuddelt. Oh, hier ist aber auch echt viel Kohle, ne? Wahrscheinlich der kohlereichste Level. So, dann, ja, ich weiß nicht. Jetzt liegt er da, das war eigentlich... Das hätte man auch besser machen können. So. Tschüss. Es gibt auch gleich ein Leben, sehr schön. Hier oben ist nichts mehr. Jetzt holen wir uns schnell die Fellflasche, bevor der Geist zurückkommt. Die Geisterflasche meine ich. Sehr gut, tschüss. An Ort und Stelle vernichtet. So, müssen wir einen Teleporter freischalten. Lauf, Henk, lauf. So. Der braune Fels, den kann man dann benutzen, um vielleicht ein paar Dinos zu töten. Müssen wir mal gucken. In der Luft jagen können man eigentlich nicht. So. Ich überlege gerade. Eigentlich könnte man ja... Wohl nehmen könnte man nicht. Tschüss! So.